stellen und begrüßen hier den Kirchen mit. Aus. Betonen. Wenn man in die Dusche geht, also, da merkt man sofort, wann man hier war vor 10, 15 Jahren. Und das ist ein unglaublicher Satz. Vor allem nachher, wenn man nur die Jungs sieht, wenn sie zwei gemacht haben. Und das ist wie kein Tag vergangen wäre. Also, unglaublich. Beeindruckend, das für dich zu hören, wenn man weiss, wo du überall sonst noch gewesen bist. Was war denn der Hit, den die Mannschaft so zusammengekommen hat? Also, ich habe ein paar Teamfotos gesehen, da hat man das Gefühl gehabt, ihr seid durch dick und dünn, effektiv. Ja, alles ist dann nicht spruchreif, was man das so gemacht hat. Aber ich glaube, das war die Grundlage von einem guten Teambuilding, von einer guten Teamstruktur. Und die haben natürlich schon gelebt. Der wird zwei, drei Rocksänger drin gehabt, der wird zwei, drei kulturelle Angehörige drin gehabt, der wird zwei, drei, was etwas anderes gemacht haben. Und alle haben sich für die anderen interessiert, was man macht. Und ich glaube, schlussendlich hat man trainiert, nachher noch aufs Konzert und im Nachtag gewonnen. Das waren eigentlich so die Wochenende. Und nachher noch im Büwettli natürlich. Und ich glaube, das hat es uns gemacht, aber man kann glaube ich gehen, was man will, das sind glaube ich der Schorsch heute das Gleiche, man kann gehen, was man will, eine Mannschaft haben, was man will. Irgendwo merkt man immer, die Spieler sind immer die gleichen, der Humor ist immer der gleiche, es kommt ein bisschen mehr Professionalität dazu, aber das ist nicht so, dass Profispieler komplett anders sind als die Typen, die hier alle stehen. Und darum findet man eigentlich immer wieder zurück die Gedanken zu den Wurzeln. Ich denke, das ist genau gleich, sie wird es fahren und. Das kommt mir schon auf uns. Du seid eher Mannschaft. Ja, das ist sicher sehr speziell für mich, weil ich bin als Trainer zurückgekommen nach der Weltmeisterschaft, halt die Mannschaft darf übernehmen und trainieren. Und wir haben ein super Jahr gekommen, sportlich. Wir sind bis in das Entscheidungsspiel gekommen für eine Düstung in Nationalliga B damals noch. Aber ich muss sagen, wie der Kippe ist, ist gut. Ich glaube, wenn man die Post aufregend hört, was er alles erlebt hat, was da alles abgegangen ist. Und das ist irgendwie die richtige Putze von der Mannschaft nachher in der Trainingslager, in Zermatt im Winter. Aber da richtig zusammen sich kommen und nachher ist irgendwie wieder Höhendruck losgegangen. Ja, sicher. Also meine Mama ist, glaube ich, jahrelang im Vorstand da gewesen. Und der Großvater hat ja auch Fußball gespielt. Also nicht top, aber auch gespielt, ja. Geben doch der Frau mal einen Applaus für sein Fußballerbe. Wenn wir dich schon hier haben, hat sich dein Leben seit deinem grossartigen Sieg verändert? Ja, also ich bin schon ziemlich gefordert momentan. Es ist schon noch ziemlich viele Verpflichtungen und Studium muss ich noch abschließen. Bachelorarbeit bin ich drinnen. Und eben das Wichtigste trainieren, weil das ist ja mein Hauptjob. Also langweilig wird mir momentan nicht. Ja. Das wäre da etwas mehr vermeiden. Ja. Vielleicht. Also zuerst machen wir jetzt ein Foto mit den Kids, dass wir da mit diesen blauen Hütchen und sobald das die Schnapsschiss durch sind, sofort die Bübe sich entfernen, dass wir da die größeren älteren Herrschaften ein einzig aufs Bild bringen. Also jetzt können die Knipse gehen. Und jetzt die Legende oder so, die kann man recht gut aufstellen, dass er bei uns ein Gatti gemacht hat. Ja, ungefähr so, ja, sollte ja. Das Bessere, so wie man nicht mehr so richtig, aber ich habe einen Knall gesehen gerade. So, Fotograf, voll Küche. Es gibt also ein ganzes Flugzeug. Hallo! 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 Hallo!
Das Spiel über die 80. Kleine Information für die Zuschauer.